ist Militär. Hier Wagen 17, hier Wagen 17. Standortmeldung 1505, Karolinenplatz. Wir fahren Kaufhaus BDK. Ende. Wie lange machst du das schon? Was? Fahren? Nee. Geld fahren. 14 Tage ungefähr. Und was hast du vorher gemacht? Fleisch. Ich hab Fleisch ausgefahren. Seitdem habe ich ein Trauma. Ich kann kein Steak mehr sehen. Du hast eine komische Sprache. Wieso komisch? Naja, weiß auch nicht. Eben komisch. Ja, vielleicht ist es komisch. Ich habe mal Jura studiert vor Jahrzehnten. Aber das wurde nichts. Dann war ich eine Fremdenlegion. Was? Das war ja wohl auch nichts, oder? Und dann habe ich geheiratet. Und wie war das? Naja, ich bin ja nicht der Personalchef. Nee, das bist du noch nicht. Sag mal, wie heißt denn eigentlich hinten? Pulkau. Josef Pulkau. Und du? Ich heiße Werner. Ich denke, du heißt Michael. Naja, so heiße ich vorne. Ah, vorne heißt du Michael und hinten heißt du Werner. Der heißt Michael Werner. Naja, der hat zwei Vornamen. Einer da hinten und einer da vorne. Das war am 4. Oktober des Vorjahres. Außer der Tatsache... Brenner, laufen Sie doch nicht gerade durchs Bild durch. Machen Sie lieber den Vorhang zu. Sie sehen doch, wie die Sonne nicht blendet. Entschuldigen Sie, Herr Leif. Ja, außer der Tatsache, dass an dem Überfall... Laufen Sie ja wieder durchs Bild durch, Brenner. Entschuldigen Sie. Ja, außer der Tatsache, dass an dem Überfall 4 Mann beteiligt waren, gab es insgesamt 83 Spuren. Nicht 38, wie in der Presse zu lesen war. Das war jetzt gegen dich als Presse. Herr Heimann, sprechen Sie bitte laut oder gar nicht. Entschuldigen Sie, Herr Leitner. Ja, der wichtigste Hinweis über eine Beute von 600.000 Mark erwies sich als Irreführung. Aber Sie haben noch die Koffer gefunden, Herr Leitner. Trotzdem, die Spur führte zu nichts. Ja, und dann begannen die Zeitungen zu schreiben. Ich will Ihnen ja keinen Vorwurf machen, Herr Kollege. Was soll das heißen? Sie machen mir Vorwürfe! Meine dauernd! Herren, ich muss Sie doch bitten, das alles nicht so persönlich zu nehmen. Doch, das muss ich aber. Weiter bitte. Ich habe Sie damals schon gebeten, mir die Sache abzunehmen, Herr Millinger. Herr Leitner, Herr Staatsanwalt Razzun ist hier, um sich in den Fall einzuarbeiten. Ich muss Sie jetzt wirklich bitten, mit Ihrer Vorführung da fortzufahren. Der zweite Überfall war am 10. März dieses Jahres. Keine Beute, eine Passantin angeschossen. Wiederum waren 4 Mann beteiligt. Wir hatten 32 Spuren. Die gleiche Sicherheitsfirma. Die Unterlagen kenne ich bereits. Ja. Damals hatte ich erneut um meine Ablösung gebeten. Manchmal braucht ein Kriminalist eben auch ein bisschen Glück. Den Satz hat er von Köster. Ja, aber den hat Köster gesagt, dass er 20 Mark gefunden meine hat. Meine Herren! Meine Herren! Bitte weiter. Ja, was machen Sie denn? Passen Sie doch auf! Meier 2. Ja, und was nach dem zweiten Überfall in der Presse stand, das können Sie sich vom Herrn Kollegen Lüttke zeigen lassen, Herr Staatsanwalt. Warum haben Sie denn, Herr Leitner, die Sache nicht abgenommen? Herr Köster wollte sie nicht haben. Das verstehe ich nicht. Was heißt wollte nicht? Sie kennen Herrn Köster noch nicht. Nein. Und jetzt will er. Wo ist der Köster eigentlich? Tja. Der fährt doch für diese Sicherheitsfirma. Bitte? Ja, ich wollte Ihnen das eigentlich schon vorhin erklären. Herr Köster hat als Fahrer bei der Sicherheitsfirma angefangen. An und für sich ist er für diese Aufgabe ja schon zu alt, aber das war seine Bedingung. Und wer weiß davon? Nur der Chef der Sicherheitsfirma.
Ihnen. Wiedersehen, Fräulein. Hast du gewusst, dass 800.000 so schwer sind? Nee, du. Ich kann mir unter so viel Geld nichts vorstellen, du. Für mich ist das was Abstraktes. Was? Hier Wagen 17, hier Wagen 17. Überfall. Überfall. Kaufhaus WDK. Welche Farbe, Herr Werner? Farbe? Na, ungefähr so wie Ihre Augen. Jedenfalls der dünnere. Nein, die waren mehr so wie die von dem jungen Mann da. Von dem da. Herr Miller. Ich habe das alles gar nicht sehen können. Was ist Ihnen noch aufgefallen, Herr? Pulkau. Josef Pulkau. Pulkau, Herr. Ja, der Dünnere, der hat schlecht gerochen. Der hat stark geschwitzt, der hatte Angst. Also, was noch? Ja, der Große, der hatte auf dem rechten oberen Lid einen kleinen Leberfleck. Ja, ich kann mich getäuscht haben, nicht wahr? Aber es sah so aus. Und der mittlere, der dünnere, der hat gehinkt, links. Ja. Na, Herr Miller. Ja, ich hab das nicht sehen können. Wirklich nicht. Ja, so kommen wir nicht weiter. Also, wer von Ihnen ist am längsten bei der Firma? Ich glaube, ich. Ach so, bei der. Ja, du natürlich. Und wer am jüngsten? Ja. Dann kommen Sie mal mit mir mit, ja? Bitte. Was? Ich würde bitte, würde ich sagen. Michael, kommst du nachher noch ein Bier in die kleine Kneipe? Also sowas erlebt man ja nicht alle Tage. Jetzt kann man sagen. Moment, ich komme ja gleich. Anton, der Dünnere hat gehinkt, links. Hast du nicht gesehen? Na, kommst du. Ja, kommst. Herr Pulkau. Ja? Auf Wiedersehen. Wiederschauen, Herr Hauptkommissar. Wissen Sie, was es ist, Köster? Es ist eine Katastrophe, Herr Millinger. Sehr richtig, eine Katastrophe. Und damit sind Sie die Sache wieder los. Ach, das würde ich an Ihrer Stelle nicht machen, Herr Millinger. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Na, der Herr Leitner übernimmt das bestimmt nicht wieder. Und was machen Sie denn dann? Sie machen nicht weiter. Nimm. Und? Was und? Ich warte auf Ihre Drohung. Was für eine Drohung? Dass Sie vorzeitig in Pension gehen, wenn ich Sie nicht weitermachen lasse. Das habe ich doch gar nicht nötig. Die Presse wartet nur auf so eine schöne große Zielscheibe, wie Sie eine sind. Und wie soll ich Sie in diesem
diesem Kostüm da vor der Presse schützen? Wie? Was passiert, wenn die das rauskriegen? Kommt ein Bild von mir in die Zeitung. Aber da will ich eigentlich gar nicht hin. Also gut, ich mach die Sache nicht weiter. Ja, so war das ja nicht gemeint, Herrgott Köster. Nun seien Sie doch nicht gleich beleidigt. Also ich meine, was wollen Sie denn nun machen? Also nach dem Schock, da werde ich den jetzt erstmal kündigen. Werde ihnen sagen, ich bin zu alt für so was. Richtig. Und dann? Und dann werde ich mich arbeitslos melden, werde stempeln gehen. Und dann werde ich mal gucken, was so läuft. Und dann, Köster? Und dann? Ja, da muss ich die Hose ändern lassen. Die passt überhaupt nicht. Danke. Da bist du ja. Bier. Das war ein Ding, was? Das kann man wohl sagen. Wo die jetzt wohl stecken mögen mit den Kohlen. Wie viel waren das genau? 820.000 und ein paar. Und waren die Banknoten notiert? Nicht notiert. Aber das kannst du morgen alles in der Zeitung lesen, mit unseren Namen. Ja, so doll waren wir nicht bei dem Unternehmen, du. Hast du recht. Aber was hätten wir machen sollen? Event. Lieber kein Held, aber... Nee, aus dem Holz sind wir beide nicht. Was für ein Holz denn? Du redst schon wieder so komisch. Das Holz, aus dem man Helden schnitzt. Helden sind ja meistens tot. Wir leben. Prost, Michael. Na? Danke. Prost, Josef. Prost. Sag mal, du kannst ja ungeheuer gut beobachten. Das habe ich beim Verhör gemerkt. Ja, ich lese oft Kriminalromane. Vielleicht redest du deshalb manchmal so komisch, ne? Guck mal an. Da steht das Mädchen vom Lift. Die gefällt dir wohl, was? Ja, die ist interessant. Hallo? Das war ein Tag heute, was? Der Josef wird gern wissen, wer du bist. Ich heiße Susanne Gruber und ich bin die Freundin von dem da. Ach ja, aber im Lift habt ihr doch kein Wort miteinander geredet. Da hab ich dich noch nicht so gut gekannt. Ich glaube auch, dass unsere Firma sowas nicht so gern sieht. Ah ja. Na du. Sagen Sie nicht Held zu ihm. Wir haben uns gerade geeinigt, dass wir keine sind. Ja, ja. Ist ja noch alles heil. Josef, sei nicht böse, aber... Nein, nein, zahl die Biere. Wiedersehen, Onkel Gustav. Wer ist denn wieder dieser Onkel Gustav? Das ist Ihr Onkel. Ich finde, Sie haben genau die gleichen traurigen Augen wie mein Onkel Gustav. Bis morgen, Josef. Nee, nee, du, das glaube ich nicht. Ich habe nicht mehr die Nerven für sowas. Schau mal, wie er jetzt wieder guckt. Wie mein Onkel Gustav. Tschüss. Ja, bis bald. Bis bald, Mann.
ja. Ja! Heimann? Ach. Heimann! Herr Köster ist nicht da. Aber zu Hause. Wer spricht denn da bitte? Ja, dann nicht, liebe Tante. Das war ja nicht lang. Nein. War wohl nichts für Sie. Lassen Sie sich gerne überfallen. Da fehlt doch die Arbeitsbescheinigung. Ich will stempeln gehen. Das dachte ich mir. Ach, denken können Sie auch. Pulkau, Josef, heiße ich. Was machen Sie denn hier? Danke, Herr Köster. Wollt ihr ein Stückchen bringen? Nee, danke schön. Ich gehe lieber zu Fuß. Ich wollte Ihnen ein Foto zeigen. Von gestern. Ach so. Ja, ich habe gedacht, ich wäre da gar nicht drauf. Naja, man muss ja einsteigen. Sie müssen überhaupt nicht. Also, was ist? Seien Sie doch nicht so unfreundlich. Ich bin doch auch freundlich zu Ihnen. Tja, Sie haben es auch leichter, freundlich zu sein, Frau Wallner. Herr Köster, ich arbeite als freie Journalistin. Ich glaube, ich habe einen guten Fang gemacht. Mit mir? Ja, das glaube ich. Ja, und was wollen Sie? Ich möchte ein Interview mit Ihnen. Das ist abgelehnt. Nicht jetzt. Einen Tag vor der üblichen Pressekonferenz. Ach, Sie trauen mir einen Erfolg in der Sache zu. Ja, traue ich Ihnen zu. Das sagen Sie mal meinem Chef. Was wollen Sie noch? Ich möchte einen Tag lang mit dem Tresorraum des Transporters fahren. Ich habe bei der Firma gerade gekündigt. Ja, das ist mir egal, Herr Köster. Sie haben aber genug Einfluss, das durchzusetzen, wenn Sie wollen. Warum wollen Sie denn da gerade mitfahren? Wir haben doch Ihre Sicherheitsbestimmung, das ist doch verboten. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin freie Journalistin. Und obendrein noch eine genaue. Was ist denn, wenn ich Nein sage? Ja, dann werden Sie morgen Ihr Foto in der Zeitung finden. Erste Seite, rechts unten. Dann können Sie die ganze Sache vergessen. Ihr seid ganz besonders feine Leute. Na also, was ist? Ja oder nein? Nein. Nein? Ja. Was ja? Nein! Machen Sie hier einen Vers drauf. Das werde ich auch machen. Ich möchte aussteigen. Bitte? Ein Besuch im Polizeipräsidium und eine Besichtigung vom Kriminalmuseum, würde Ihnen das nicht auch genügen? Ich will mit dem Transporter fahren. Ja.
Sport oder jetzt so. Tag, Josef. Guten Tag. Woher hast du meine Adresse? Ich kenne jemanden vom Personalbüro. War gar nicht schwierig. Na, komm rein. Hier. Bitte den Platz. Danke. Du hast ja doch Telefon. Die von der Auskunft haben gesagt, dass es dich gar nicht gibt. Nein, das ist von meinem Vorgänger. Ich brauche kein Telefon. Willst du ein Bier? Na, immer. Meinetwegen auch zwei. Komisch. Ich habe mir immer vorgestellt, dass du verheiratet bist. Nee, ich bin lange geschieden. Das war wohl auch nichts. Nee, das war auch nichts. Eigentlich wollen sie in unserer Firma ja nur Leute mit guter Ehe und kleinem Häuschen und so. Ja, und Kinder, nicht? Dann den Prost. Prost, Josef. Mich wollten sie heute in die Objektbewachung stecken, wegen dem Überfall, wegen dem Schock. Aber ich habe darauf bestanden, dass ich gleich wieder fahren darf. Das ist wie mit dem Pferd. Was denn für ein Pferd? Naja, wenn ein Pferd über ein Hindernis geht und stürzt, dann muss es gleich nochmal rüber, sonst taugt es hinterher nichts mehr. Manchmal sagst du ganz gute Sachen. Ja, manchmal. Also eigentlich hat mich Susanne hier geschickt. Ich glaube, die finde ich ganz nett. Ja? Also, Susanne lässt dich fragen und ich auch, ob du nicht vielleicht am Sonntag mitkommen willst. Wir wollen irgendwann einen See. Gern. Susanne hat gesagt, dass du vielleicht einsam bist. Ja. Wenn ich euch nicht störe. Ach, weißt du, störst nicht, Josef. Prost. Prost. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allem Dein. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot wichtiger als diese beiden. Und der Schrifttheologe sprach zu ihm: Meister, du hast gut geantwortet.
Es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte und von allen Kräften. Und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht ferne von dem Reich Gottes. Der Zustimmung jenes jüdischen Theologen war Jesus sicher. Gottes er war diese Gebote schon in ihrem Gewicht anzuzweifeln. Auch heute ist man sich da schnell einig. Natürlich kennt man das muss wieder sein. Na, was meinst du, wo die jetzt mit dem Geld sind? Das muss sich ja unheimlich interessieren. Warum? Na, weil du das schon wieder fragst. Die sind in Acapulco. Das weiß ich genau. Wieso denn gerade Acapulco? Das ist da, wo ich nie hinkommen werde. Hast du nie einen Traum gehabt, Josef? Entschuldigung, Sie. Ganz ruhig du sagen. Hast du oder hast du nicht? Ein Traum. Ich träume eigentlich nie, aber man sagt ja, man träumt doch die ganze Nacht, nur morgens, wenn man aufwacht, hat man das vergessen. Das meine ich doch nicht. Ich meine einen großen Traum. Einen großen? Ja. Sehnsucht. Ja, das, sowas habe ich mal gehabt, aber da wurde nichts draus. Warum hat er doch jetzt Geld gefahren? Wie meinst du das? Entschuldige bitte, es war nicht so gut. Nö. Ich habe einen Traum. Ja? Ja. Ich hätte gerne ein Restaurant in Südfrankreich, an der Küste. Warum gerade da? Du musst doch erst Französisch lernen. Kann ich. War ich als Au-pair-Mädchen, 2 Jahre lang, als ich 17 war. Lass mich mal. Es war die schönste Zeit in meinem Leben. Hey, 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 hey! Ihr habt gekocht. Ganz übersichtlich. Was? Bei dem Michael Werner. Schulabschluss, Bundeswehr, dann Bundeswehr auf Zeit, entlassen als Unteroffizier. Und dann hat er bei der Firma angefangen. Und was ist mit dem Mädchen? Was für ein Mädchen? Die Freundin. Sie hat die Stille, Fraunhofer Müllerstuhl. Ach so, ja, das Mädchen, das habe ich noch nicht. Aus Frankfurt kommt die. Den Rest kriege ich wahrscheinlich morgen. Jetzt kommt der absolute Hammer. Die Journalistin, die
ist nämlich auch aus Frankfurt. Genau, aus Frankfurt. Ja. Naja, aus Frankfurt kommen viele, nicht? Goethe kam auch aus Frankfurt. Und Beate Wallner. Die waren nämlich bis vor 10 Jahren in Frankfurt mit einem, ja, einem richtigen Gangster befreundet. Da schauen Sie, was? Ja, da schaue ich. Irgendwann hat sie dann angefangen, heiße Nachrichten aus der Frankfurter Unterwelt an eine Zeitung zu liefern. Erst über einen befreundeten Journalisten und später hat sie dann angefangen, selbst zu schreiben. So Gerichtsreportagen. Wie finden Sie das? Das ist ganz schön traurig. Aber weißt du, das ist zu schön, um wahr zu sein. Frankfurt. Frankfurt. Und sonst? Was sonst? Naja, wie geht's Ihnen denn so sonst? Auch das Leben in einer anderen Haut fängt eigentlich an, mir zu gefallen. Es ist einfach. Ach, na. Ich meine, es ist einfacher. Alles überschaubar, keine Probleme, keiner, der den anderen umbringt. Nicht? Will ich mich aber nicht so festlegen. Ja, ich muss hier aussteigen. Wenn was ist, ruf mich an, ja? Okay. Kommst du öfter, Herr Josef? Nee. Weißt du warum? Die lassen dir nicht anschreiben. Du musst uns aber auch nicht einladen. Doch, das will ich aber. Ich will mich revanchieren für den schönen Sonntag. Was hast du denn, Michael? Ist dir was? Du bist ganz heiß. Sag mal, du bist krank. Hast du Grippe? Ich gehe morgen nicht zur Arbeit. Ich gehe zum Arzt. Oh, danke. Sag mal, Josef, kannst du eigentlich Französisch? Nee. Kannst du dann wenigstens gut kochen? Auch nicht besonders. Warum? Weil sie dich mitnehmen will in ihre Kneipe nach Frankreich. Mich? Ja, dich. Du, ich bin aber nicht der Onkel Gustav, wenn du das meinst. Das meine ich auch nicht. Na klar meinst du das. Na ja, wenn du das ein bisschen vornehm aufziehst, so. Parkwächter kann ich. Kann ich machen. Bin ja auch arbeitslos. Gut, dann führ mal vor, was du kannst. Vielleicht stelle ich dich ein. Was soll ich sagen? Ja, Parkwächter. Ich bin kein Parkwächter, ich bin ja kein Schauspieler. Oh, Josef, es sieht uns doch keiner hier. Ach komm. Also, ich sitze in meinem Auto. Ich bin gerade vorgefahren. Es ist der erste Tag, an dem wir aufhaben. Und ich bin der erste Gast. Und ich bin eine sehr vornehme Dame. Ja? Ja? Ja, dann mach doch. Was soll ich machen? Ja, du musst den Schlag aufreißen. Mon Dieu. Est-ce que je suis la première cliente? Oui. Ist alles frei, Madame. Falsch, Josef. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, bin ich hier der erste Gast. Na ja, ich habe doch gesagt, es ist alles frei. Du musst sagen, es ist alles reserviert, Madame. Ist alles reserviert, Madame. Tout est réservé. Was ist denn das? Trinkgeld. Das ist eine Kastanie. Gut für Rheuma. Madame, wir werden sicher noch einen Platz für Sie finden. Richtig. Madame, je vais trouver une table pour vous. Sag mal, Josef, du musst doch Französisch können. Du warst in der Fremdenlegion. Ja, das ist doch 30 Jahre her. Da habe ich doch alles verlernt. Also, marché, marché. Merdalon. Ah, das ist die... Sie sind doch die, die neulich fotografiert hat. Hm, deswegen suche ich ja auch den Herrn da. Warum haben Sie denn geschrieben? Ich hätte einen über den Kopf gekriegt. Habe ich doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen gehen. Wiedersehen, Josef. Danke für die Einladung. Wiedersehen. Ich komme morgen mal vorbei. Mach's gut. Du auch. Wiedersehen. Wiedersehen.
Wollen wir es nicht setzen? Nein, danke. Warum haben Sie mich hierher bestellt? Ist doch hübsch hier. Köster, Sie lassen Nachforschungen über mich anstellen. Darf ich wissen, warum? Warum nicht? Kannten Sie die Dame von eben? Nein. Ich glaube nicht. Ja, was denn nun? Kannten Sie oder kannten Sie nicht? Nein, ich sehe so viele Gesichter. Ich glaube nicht. Sie können morgen mitfahren. Morgen? Ja. Aber morgen kann ich nicht. Ja, wieso können Sie nicht? Sie wollten doch die ganze Zeit unbedingt mitfahren. Morgen kann ich aber nicht. Ich habe Termine, die ich nicht verschieben kann. Ich möchte zahlen. Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Nein, danke. Es ist sehr liebenswürdig. Danke. Geben Sie mir bitte Herrn Neudeck. Herr Neudeck, hier spricht Köster. Ich will morgen wieder in Ihrer Firma arbeiten. Ja? Wieso fahrst du denn jetzt eigentlich wieder? Ja, die haben mich angerufen, ob ich wieder bei ihnen arbeiten will. Da werden so viele Leute krank. Ich hätte so einen guten Leumund. Ja, viele krank jetzt. Dein Kumpel auch, der Michael. Ja, ja, ich weiß. Tja, und dann? Neugierig sind Sie überhaupt nicht, was? Dafür bin ich von Ihrem Haus angestellt worden. Ich bin nicht nur zur Kundenüberwachung da. Da gibt's schon drei. Das macht jede Transportfirma anders. Die hier, also sagen wir mal so, wenn es über 1,5 Millionen sind, dann fahren die direkt zur Bank. Und weniger? Weniger? Dann fahren Sie auf der Tour zur Bank noch bei einer anderen Firma vorbei. Hm? Entschuldigung, wie spät? Meine Damen, wir müssen uns etwas beeilen, ja? Hallo. Ja, ist dein persönlicher Wegdienst. Ja, du wolltest doch aufstehen. Ciao. Thank you.
was mir aus Tut vorstellen kann. Wieso kaputt? Was machst du jetzt? Schiebst! Ich muss mal in die Werkstatt. Wer fährt denn heute im Tresorraum? Der Pulka. Josef. Ich denke, der hat gekündigt. Er hat wieder angefangen. Bei uns sind ja so viele krank. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie? Was? Ach so. Ja. Ja, danke. Der Ermittlungsrichter hat soeben das Justizgebäude verlassen. Tja, Herr Razzo, wir müssen dann wohl anfangen. Tja,
Ja, Herr Heimann, fangen Sie doch mal an. Ich habe doch das Material eben erst gekriegt. Jetzt komm halt du auch rein. So, die Details gebe ich später. Ich mache jetzt erstmal eine große Zusammenfassung. Ja, ja. Also, Susanne Gruber war 2 Jahre in Köln in einem Supermarkt. In dieser Zeit ein Überfall. Was ist jetzt das? Das gehört Ihnen. Das gehört dir. Dann war sie wieder in Frankfurt, in einem Kaufhaus. In dieser Zeit 2 Überfälle. Immer Geldtransporte. Beute fast 2 Millionen. Das ist dein Ding. Die kleine Kneipe in Südfrankreich, von der sie erzählt hat. Das ist die Baugrube. In Laurent, direkt an der Küste. Sollte mal ein kleines Hotel werden. Jedes Jahr kam sie mit ca. 200.000 Mark angereist. Da wurde immer wieder ein Stück weitergebaut. Tja, Herr Staatsanwalt, ich denke, wir müssen was unternehmen. Also gut. Also Festnahme. Und Hausdurchsuchung. Und zwar gleichzeitig und sofort. Also los, meine Herren, worauf warten Sie denn noch? Ja, und was geschieht mit dem Freund von der Gruppe? Herr Schlafmann? Nehmen Sie ihn auch fest. Ja, ich danke Ihnen, meine Herren, ja? Meier 2. Wer hat die Nachforschung eigentlich veranlasst? Köster. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich Herrn Köster immer noch nicht kennengelernt habe? Ach ja, richtig, ja, ja. Wo steckt der denn überhaupt? Ja, ich versuch's mal, ja. Ja? Ich rufe aus der Wohnung von der Gruber an. Wir haben Michael Werner hier gefunden. Er weiß von nichts. Bringen Sie ihn mit. Und sonst? Sonst ist hier nichts. Ein paar Baupläne von der Gruber. Sagen Sie mal, Brenner. Wissen Sie, wo Köster steckt? Nee, keine Ahnung. Vielleicht fährt er wieder. Mann? Ja, wir haben Susanne Gruber festgenommen. Gut. Und? Odeon 3 für Odeon. Jetzt hat sie kein Wort gesagt. Ja. Bringen Sie sie zu Leitner. Ja, Ende. Lassen Sie sofort den Transporter stoppen. Da ist ein Sprengsatz drunter. Was für ein Transporter? Da fährt einer mit, der ist Pulkau, Josef Pulkau. Hoffentlich hat er die Nerven. Unser Bongo. Naja, bis jetzt hat er sie. Erstmal die Burschen verschwinden lassen.
Was heißt, Ihr Chef ist nicht da? Ich brauche ihn dringend. Den Vertreter kann ich Ihnen geben. Nein, das nützt mir nichts. Es geht um Minuten, Mann. Passen Sie auf. Sie schalten mich jetzt direkt in Ihren Wagen 12, und zwar sofort. Das geht nicht. Was heißt, das geht nicht? Es geht technisch nicht. Es muss einen Weg geben. Ja, ja, ich höre Sie. Ah, pass auf. Jetzt habe ich Wagen 7 meldet sich bitte an. Mikro. Bitte sprechen Sie. Köster, hören Sie mich, Köster. Moment. Sie müssen viel lauter sprechen und ganz deutlich. Bitte sprechen Sie nochmal. Köster, hören Sie mich? Ja, Herr Milligan, ich höre Sie. Köster, verlassen Sie sofort den Transporter. Ja, warum? Herr Milliger, das geht doch nicht. Die haben doch ihre Sicherheitsbestimmungen. Verlassen Sie sofort den Transporter. Bitte, unter dem Wagen ist eine Bombe. Die kann jeden Augenblick entzündet werden. Verlassen Sie sofort den Wagen, Köster. Bitte, verlassen Sie. Ruhmesblatt. Ich bin ja kein General. Also ich werde Ihnen sagen, warum ich heute nicht mitfahren konnte. Ich habe Ihre Arbeit gemacht. Ich habe über das Mädchen recherchiert. Ich habe mich doch erinnert, dass ich Sie von Frankfurt her kenne. Sie hat einen Bruder, der hat 8 Jahre gesessen wegen Raubüberfall. Da hängt noch eine ganze Clique dran. Was? Sind Sie Bulka? Ja. Beziehungsweise Köster? Ja, auch. Kommen Sie doch bitte mit zum Wagen, da will Sie jemand sprechen. Über Funk. Herr Bulka auch?